Das kommt immer so komisch vor, wenn man so mitten im Kampf ist und dann zurück auf die Position. Oder so. Also, ja, was ich sagen wollte, ist. Boah, meine Aussprache ist echt scheiße. Egal. Es kommt dann immer so komisch vor, wenn man halt mitten im Kampf ist und dann zurück auf die Übersichtskarte kommt, dann denkt sich, achso, ich hab ja noch das und das. Ja. Und hier kommen den Preis. Oder die Ressources, Budget runtersetzen. Das ist ein bisschen hoch. Ah, da werden wir auch direkt angegriffen. Na gut. Ah, wir sind gut ausgerüstet. Wo ist das Gehirn? Ah, das Gehirn klebt an der Decke, sehr schön. Wo wollen die denn landen? Sind die behindert? Das ist direkt in meinen Vorgarten. Das wird Zeit für einen Spezialeinsatztrupp. Der Spezialeinsatztrupp nennt sich Bombe. Die Jungs habe ich jetzt einfach nur so zur Verstärkung geholt. Aber was ich eigentlich haben möchte, ist den hier. Verdammt, die haben Flugabwehrraketen. Werft die Bomben! Okay, eigentlich wollte ich mit der Napalmbombe und der anderen Bombe das Gehirn abschießen, aber mein Schiff ist einfach darauf geflogen, also. Sehr schön. Oh, jetzt werden wir zu zweit. Von zwei Leuten werden wir oben angegriffen. Nee, du darfst weiterkommen. Wenn man direkt immer in Scharfschützenfeuer landet, dann ist man selber schuld. Mit Scharfschützengewehr sind eigentlich relativ overpowerte Waffen. Whoops. Das war ein cooler Schuss. Ich habe noch hier das Gras, glaube ich, so weggeschnitten und dann. So sieht's aus. Mein Turn und es gibt eine neue Goldstelle, wo es Gold gibt. Goldvorkommen. Ich glaube, diese Map kenne ich gar nicht. Ach doch, doch, doch. Oder auch nicht. Okay, hier gibt es krasse Schluchten. Wenn ich so sage, habe ich keinen Bock hier zu kämpfen. Deswegen werde ich einfach mal da liegen lassen. Die anderen streiten sich darum. Oh, und ich investiere unten rein. Okay, ist jetzt nicht ersichtlich, wo der eine seinen Bunker hingebaut hat. Wahrscheinlich hier unten rein. Na gut, hier will ich mal angreifen, wenn ich wieder genug Geld habe. War es mir zu wenig? Das ist cool so. Und lass die Schlacht beginnen. Mal landen. Welche neuen Vorkommnisse? Also irgendwas Schwarzes hier oben. Nein, in dem Fall landen wir hier unten. Leider kann man die Soldaten erst im Nachhinein halt beordern.
Wenn sein Schiff schon am Landen ist, lande bitte. Oder deliver Cargo. Oh, sind die automatisches Gehirn immer noch? Ach, Schnee. Ja, lässt sich einfach durchgraben. Kommt mal ein bisschen näher, bitte. Ich habe jetzt mal eine Idee, das mache ich eigentlich nie, aber wir werden sehen, was daraus wird. Komm, kaum überlasse ich das Gehirn, das Graben buddelt sich in irgendeine Scheiße zusammen. Hier unten kein Klo bauen. Hörtchen sieht mir, ach egal. Oh, ein bisschen zur Seite sollten wir mal gehen. Das war vor Granaten oder so von oben geschützt. So, und was mache ich hier mit den Leuten, die ich gerade hier hingeordert habe? Genau, der eine hat auch jetzt auch so ein Grabewerkzeug wie das Gehirn. Wahrscheinlich das stärkste, aber ein Medium. Und der kriegt jetzt von mir den Befehl, nach Gold zu graben. Und das macht er jetzt auch. Und der Typ, der erkundet jetzt ein bisschen die Umgebung. Wenn sein Jetpack dafür reicht. Ich glaube, ich hätte ihm auch eine Compact Assault Rifle gegeben. Weil dann ist man halt leichter unterwegs und kann besser schweben. Oder das Jetpack halt benutzen. Es ist nicht so schnell leer. So wie ich mir gedacht habe, das Gehirn hier unten irgendwo. Na, dann wollen wir mal hier ein bisschen erkunden. Ja. Tja. So einen coolen Assassinenangriff habt ihr nicht gerechnet. Ah ja, dass das so lange da ist, die können nicht so weit schießen. Da können sie mich treffen. Ja, da können sie mich treffen. Scheiße. Dann soll ich da weg. Irgendwas ist explodiert, ich weiß nicht wo. Oh verdammt, der hat Alternativwaffe. Boah, der letzte Schuss hat mich durchbohrt. Ja. Rein theoretisch könnte er davon sterben. Ja, tut aber nicht. Na gut. Mach da bitte. Na, der dazu gehört. In dem Moment, wo ich zu ihm geswitcht habe, was gefunden. Sehr schön. Was ist das denn für ein komisches Gestein? Zu spät anfangen zu schießen. Aber guck mal, der Typ hat jetzt eine Waffe wieder bekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich glaube, er hat die. Nee. Ich glaube, einer unserer Einheiten ist gestorben und die Waffe von ihm aufgenommen. Wir haben ja eben unsere Waffe mit der Einheit hier verloren. Ach, egal. Netterweise hat uns der Kollege hier eine Impulsgranate mitgebracht. Ich habe nichts dagegen, die auch den Typen da vorne wiederzubringen. Das bedeutet, nochmal auf den Berg hinauf. So, und gerade hinsetzen. Und dann schmeiße ich dir einfach die Impulsgranate darunter. Eigentlich kann ich mich da komplett runterfallen lassen, ich sehe keine Gegner. Und das war seine letzten, das waren seine letzten Worte. Oh, wie viele Impulsgranaten hier liegen, das ist ja wunderbar.
Was kann die eigentlich? Oder ist sogar ein ganzes Bunkersystem? Blaster, was ist Blaster? Ich mag den Blaster nicht, weg damit. Naja, nehme ich mir die Pulsgranate auf. Pulsgranate. Rail Pistol, nein, danke. Okay, Rail Pistol. Heißt Rail Pistol weg. Impulsgranate, perfekt. Nehme ich zweimal Impulsgranaten und einmal. Wow, 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 wow. Oh, bitte stirb. Ich glaube, ich habe nur Damage gemacht. Ah, der Kollege hat sich die Dinge jetzt aufgehoben. Ja, jetzt steht eigentlich nichts mehr im Weg. Ein Special Forces Kommando. Da rein zu landen. Oh, welches Dropship habe ich? Ach, ich habe die Rakete, gut. Weil das andere Ding wäre nicht durchpassend. Ach, bloß kein Scheiß. Das Special Forces Team war teuer. Na gut, raus mit euch. Weg da! Wow, das ist ja wirklich special. Okay, bevor der Typ hier stirbt. Na gut, normal. Ich könnte die ganzen Leute von hier unten holen, aber ehrlich gesagt. Da bin ich zu faul zu. Rein theoretisch dieses Spiel auch livestreamen, aber ich weiß nicht, ob meine Internetleitung das bringt. Ich habe eine 16.000er Leitung und das ist nicht so schnell. Na gut, haben wir das auch übernommen. Und kommen wieder auf der Oberwelt. Oberwelt, wie das klingt. Ah, die prügeln sich jetzt um dieses komische Scheißgebiet. Ah, mal wieder, das ist 1 gegen 2, wie letztens. Gut, hier unten investiere ich wieder sehr viel für den Grundaufbau. Ja, ja, das ist gut so. Ich werde angegriffen von der 2. Wie hätte es auch anders sein können? Oh, coolen Turbo, Digga, Leute. Wir mal in den Bunker rein, den wir noch nicht komplett entdeckt haben, interessanterweise. Zum Beispiel da die Ecke fehlt. Mach mal die Klappe auf, danke. Ich lasse jetzt einfach unten einfach mal aufbauen und den Bunker entdecken. Oh, gut, dieses coole Bunkersystem an, Leute. Ich weiß, dass es echt hierzu keinen Multiplayer gibt. Also online, ich habe ja erzählt, es gibt ja Splitscreen. Naja, dann lass mal den Turbo-Digger arbeiten. Das nennt sich Turbo? Das ist ja mal gar nichts. Na gut. Wo sind die gelandet? Da unten. Ach, cool, ich habe sogar Einheiten. Meine ersten Landung. Na dann, Leute, zeigt mal, ob ihr immer noch so gut seid wie bei der Infiltration von diesem Punkt hier. Nicht die Railpiste, ich will die Impulsgranate. Ja, perfekt, jetzt habe ich eine Impulsgranate auswählen können. Impulsgranate! War nicht so effektiv. Impulsgranate. Oh. Das war schön. Das hat zwar keinen Schaden gemacht, aber. Wo sind die Typen denn? Ach, die buddeln da irgendwie. Was macht der da?
Mist. Na gut, da wird Zeit für den richtigen. Oh fuck, der hat wieder ein Granatwerfer-Ding. Und er will es einsetzen. Versuche ganz knapp die Einheit dazu treffen, aber. Oh! Komm da weg! Einen Kopfschuss mehr erlauben. Und die Rail. Oh, scheiß auf die Rail. Na gut. Ja, in dem Fall. Moment mal, was ist das denn? Das Teil sieht cool aus. Eigentlich bin ich ja nicht so für die Dummy-Technologie, aber. Dann mache ich mal eine Ausnahme. Au! Man kann also doch von Fallschaden sterben. Ich habe gedacht, da kriegt man nur ganz wenig Schaden. Naja. Dann bremse ich vorher ab. Rückwärts, Alto. Was? Mach einen Rückwärts. Und du sollst einen Rückwärts. Sehr. Sehr schön. Was? Wieso bin ich jetzt wieder gestorben?